Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich darf Sie herzlich zum Future Talk begrüßen, der Wald in der Krise. Mein Name ist Sophie Haslinger, ich bin Kuratorin am Haus und habe auch die Ausstellung Into the Woods kuratiert, im Rahmen dessen dieser Talk heute stattfindet. Der Future Talk ist ein Format, das es mittlerweile seit 2019 gibt. Ich glaube, der erste 2019, 2020, also schon einige Jahre mittlerweile. Und es ist ein Format, das einerseits zusammenbringt Expertinnen und Experten aus Bereichen der Klimakrise, der Ökologie. Es sind Themen, die oft mit Ausstellungen zusammenhängen, die auf jeden Fall immer eine große Relevanz haben. Und es sind weiters eben Aktivistinnen und Aktivisten eingeladen, Künstlerinnen und Künstler, und es geht uns wirklich darum, diesen Austausch uns zu fördern und eben als grünes Museum hier anzusetzen. Ich verliere nicht viel Worte, sondern übergebe gleich das Wort an Michael Huber, der auch seit Anfang an dabei ist und die Veranstaltung moderiert. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass eben die Ausstellung Into the Woods bis 20.30 Uhr heute geöffnet ist. Das heißt, nützen Sie die Gelegenheit, falls Sie es noch nicht gesehen haben, im dritten und vierten Stock die Ausstellung anzuschauen. Es ist eine Ausstellung, die sich dem Ökosystem Wald widmet. 16 künstlerische Positionen finden sich hier, wo es die sowohl einerseits die Zerstörung und Bedrohung der Wälder unserer Welt, andererseits auch die symbiotischen und kollektiven Aktivitäten und Prozesse dieses Ökosystems thematisieren. Ich darf begrüßen Markus Jeschaunik, Künstler der Ausstellung. Sie sehen seine Arbeit hinter uns, der Mooshelm. Die Ausstellung geht eben auch im Innenhof weiter. Nützen Sie die Chance, nachher auch hineinzusteigen in den Mooshelm. Michael Huber vom Kurier, der die Veranstaltung moderieren wird. Ursula Bittner von Greenpeace. Georg Kratzer vom Institut für Waldökologie, von der BOKU. Und Stefan Schörk-Huber, Leiter der Abteilung Wald, Natur und Nachhaltigkeit der Österreichischen Bundesforste. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich auf diese Reise hier einlassen. Michael Huber wird dann die Teilnehmer noch genauer vorstellen. Ich übergebe hiermit auch das Wort. Das Café Friedlich hat auch noch bis 21 Uhr geöffnet. Darf ich Sie noch darauf hinweisen? Dankeschön. Also der Plan ist, dass diese Mikros einfach herumgereicht werden. Vielleicht sagen wir so und so einfach oder mal einfach herumgeben. Weil ich glaube, ja, drei Mikros sollten passen. Ja, herzlichen, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich werde die Runde noch einmal ein bisschen detaillierter vorstellen, um dann einmal zu versuchen, die Runde in Gang zu bringen. Das Thema Wald ist ja sehr breit, vielschichtig. Wir werden sehen, wie viel von diesem Spektrum wir heute abdecken können. Wie gesagt, der Future Talk versucht immer ein bisschen verschiedenste Perspektiven zusammenzubringen und eben auch die kulturelle Komponente bei all diesen Fragen, die uns da beschäftigen, nicht zu kurz kommen zu lassen. Ich fange mit der Vorstellungsrunde einfach zu meiner Linken an. Ursula Bittner ist Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace, arbeitet zu den Themen Greenwashing, Demokratie, Compliance, Zivilgesellschaft, beschäftigt sich mit Lieferketten, Handel, Landwirtschaft und Biodiversität. Sie gründete vor 10 Jahren einen Verein für eine nachhaltige europäische Eiweißversorgung, Donausoja, und auch die Initiative Saubere Hände stoppt Korruption, zur Bekämpfung der Korruption in Österreich. Georg Kratzer ist Professor für Bergwaldökologie an der BOKU Wien, Mitglied der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ist auch Co-Sprecher des Wissenschaftsbeirats des Wildnisgebiets Dürnstein-Lassingtal, auf das wir heute wahrscheinlich noch zu sprechen kommen werden, Mitglied von Wissenschaftsbeiräten für den Nationalpark Kalkalpen und WWF Österreich.
erforscht zur Dynamik natürlicher Wälder und der nachhaltigen Nutzung von Waldressourcen zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Bergregionen. Und geforscht hat er nicht nur in Österreich, sondern auch im Osthimalaya, in Ostafrika und im Urwald Rotwald. Im Moment beschäftigt er sich auch mit den SDGs, dieses Akronym, falls es noch nicht allgemein vertraut ist, bezeichnet die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele, die von den Vereinten Nationen ausgegeben wurden. Eben die mit globalen Herausforderungen zu tun haben. Stefan Schörkhuber, ganz zu meiner Linken, ist Forstwirt, Wildbiologe und forschte nach dem Studium als Assistent am Waldbauinstitut der BOKU zu den Themen Vegetationsmodellierung und Waldbewirtschaftung im Klimawandel. 2013 wechselte er zu den österreichischen Bundesforsten und war im Forstbetrieb Waldviertel Voralpen tätig. Seit März 2023 leitet er Stabsstelle für, da ist mein Drucker ausgefallen. Ja, bitte. Wald, Natur und Nachhaltigkeit. Genau. Und ist sozusagen ein Experte für die Klimawandelanpassung unserer Wälder. Da hätte ich gerade, vielleicht steigen wir gleich bei diesem Thema ein. Es war jetzt ein absoluter Zufall, dass ich kurz bevor ich hierher gefahren bin, noch eine Aussendung aus dem Newsletter der Zeit bekommen habe, wo es auch so eine Modellierung zu sehen gab, die Deutschland betraf, aber die sich sicher in vielen auch für Österreich adaptieren ließe, wo es in 10, 20 Jahren und bei der Annahme eines Plus-2-Klima, einer Plus-2-Grad-Klimaerwärmung oder einer Plus-3-Grad-Klimaerwärmung noch Fichten geben wird oder noch Kiefern geben wird und überhaupt noch Wälder geben wird in Deutschland. Es gab sehr wenige Fichten und sehr wenige Kiefern in diesen Szenarien. Vielleicht können Sie ein bisschen ausführen, wie diese Modellierungen funktionieren, womit man denn in unseren Breiten in den nächsten Jahren rechnen muss, was die Entwicklung der Wälder angeht. Ja, da muss ich jetzt geistig eine kleine Zeitreise zurück zu meiner Zeit an der BOKU machen, da habe ich mich genau mit diesem Thema forschungsmäßig beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hergeleitet wurde, da was in der Zeit zitiert wurde, aber ich kann ein bisschen erzählen, wie es wir gemacht haben. Also wir haben Computermodelle, ja, die physiologisch basiert sind, also wo wirklich Prozesse wie Kohlen, also wie es in der Pflanze oder im Baum dann eben passiert, modelliert wird. Und das Tolle an solchen Modellen ist, dass sie klimasensitiv sind. Also wenn Eingangsparameter wie Temperatur, Niederschlagsmuster, komplizierte Sachen wie Sättigungsdampfdruckdefizit und solche Sachen, wenn sich das ändert, dann ändert sich auch das Verhalten des Waldes, das Wachstum des Waldes. Und so kann man vielleicht nicht in die Zukunft schauen, aber man kann Szenarien für die Zukunft entwickeln. Und was sich natürlich auch in Österreich zeigt, ist, dass es für die Fichte in tiefen Lagen durchaus eng wird. Andere Baumarten können durchaus auch profitieren in den alpinen Lagen, wenn der Niederschlag passt, zum Beispiel die Buche. Aber auch die wird zum Beispiel im Wienerwald, ja, wo es nicht ganz so viel regnet, wie zum Beispiel im Salzkammergut oder irgendwo nordalpin in Tirol, durchaus Probleme bekommen. Und zusammengefasst würde ich sagen, der Wechsel geht extrem rasch vor sich, viel rascher, als es oft im Wald vor sich geht. Man muss sich denken, was wir jetzt im Wald sehen, sind die Entscheidungen der letzten 100 Jahre, 120 Jahre, die da gefällt wurden. Die Bäume können sich oft nicht so schnell anpassen und das Ganze führt dann zu Problemen. Im Unterschied zu Deutschland, das muss ich vielleicht schon noch sagen, ist Österreich eben sehr alpin geprägt und da haben wir den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Niederschlag noch haben und natürlich in höheren Lagen ist es auch ein bisschen kühler. Ja, da hake ich gleich ein, weil Sie, wenn wir darüber gesprochen haben, dass die Fichten in den alpinen Räumen, subalpinen Lagen noch besseres Überleben haben wird,
Wir sehen aber gerade in Osttirol ganz dramatische Situationen mit Massenvermehrungen von Borkenkäfern, wo in Höhenlagen, wo das vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, Riesenflächen, ein Viertel der Waldfläche ist betroffen. Der Wald abstirbt im Defreckental, wer das kennt, wer dort war, wer das gesehen hat, in Oberkärnten. In Summe sind das jetzt 5 Millionen Festmeter Holz. Das sind 200.000 LKWs. 200.000 LKWs, totes Holz, das in den letzten 4 Jahren etwa, seit dem Sturm Weiher zuerst, dann gab es einen Schneebruch und dann gab es eine ganze massive Massenvermehrung, die noch läuft und die nicht zu stoppen ist. Das heißt, auch in diesen Lagen, wo es undenkbar war, und das ist wie ein Fieberthermometer für den Wald sozusagen, auch in diesen Lagen ist es sehr massiv. Und gestern und noch vorgestern war ich im Wienerwald mit Kollegen von der Gemeinde Wien, die den Wald dort bewirtschaften. Und da haben wir gesehen, die berichten, dass auch die Buchen dort, du hast es angeschnitten, dass die jetzt absterben, beginnen abzusterben, und zwar große und kleine, aufgrund der Dürre. Die haben 2018 hatten wir diese ganz massive Dürrekatastrophe. Die hat bei uns, da sind Menschen gestorben, 733 Menschen war Übersterblichkeit da, die auf die Dürre zurückgeführt wird. Aber es sterben auch die Bäume, und zwar immer noch. Und das akkumuliert sich über die Zeit. Der letzte Sommer hat dann nochmal wirklich nachgelegt sozusagen, und da sterben jetzt Buchen auf Standorten, die jetzt von den Böden her günstig sind eigentlich, die gut Wasser speichern. Das sind schon recht erstaunliche und besorgniserregende Entwicklungen und eben wirklich schneller, als wir alle dachten. Wie sehr, nur um das ein bisschen besser verstehen zu können, hat man da mit einer kontinuierlichen Entwicklung zu tun, und was verstärkt sich da oder was bremst diese Dynamik auch? Also was wir einerseits sehen, ist halt diese Temperaturänderung und Baumarten, die sich dann an andere Temperaturen anpassen oder andere Niederschlag. Aber was noch dramatischer ist, sind die Katastrophen, die Störungen, wie wir das in der Ökologie nennen. Die sind grundsätzlich einmal Elemente von jedem Ökosystem. Dass Bäume sterben, dass Stürme vorkommen, dass Feuer vorkommt, in vielen Ökosystemen ist das ganz natürlich. Aber diese Störungsregime, die Summe all dieser Ursachen, die Bäume und Wälder zum Absterben bringen, die ändern sich jetzt gerade massiv. Ja, wir haben mehr Energie in der Atmosphäre, wir kriegen viel stärkere lokale Stürme, wir kriegen längere Verweildauer der Fronten, der Trockenzeiten und auch der Regenfronten, weil sich der Jetstream abschwächt. Und also wir haben massive Auswirkungen auf diese ganzen Störungsregime, sprich Windwürfe, Schneebrüche teilweise, die sich verändern, weil sich die Nassschneezonen verlagern. Feuer, jetzt gerade brennt es noch in Wildalpen, ne, wieder so 100 Hektar. Da tut sich wirklich viel. Es sind diese langsamen Prozesse, die auch nicht so langsam sind, und die ganz schnellen Prozesse. Und das überlagert sich relativ stark. Ich weiß nicht, vielleicht wollen Sie dazu was sagen. Wie ist denn das Wirtschaftssystem so gewachsen, dass der Wald so gewachsen ist, wie er jetzt dasteht? Was kann man dazu sagen? Also, weil ein Wald ist ja eigentlich natürlich auch eine Kulturlandschaft in den meisten Fällen. Sie haben schon gesprochen, es gab Entscheidungen. Von welchen Entscheidungen reden wir hier teilweise? Ja, ich finde es, also danke mal für die Einladung. Ich finde es sehr spannend, was gerade vor mir gesagt worden ist, weil ja oft auch auf den Wald als CO2-Senke gesetzt wird im Kampf gegen die Klimakrise. Und es ist natürlich unumstritten, dass der Wald hier eine sehr wichtige Rolle spielt, wie auch unsere Meere, wie Moore, wie andere Ökosysteme, um hier CO2 aufzunehmen. Aber man kann sich halt nicht mehr zu 100% verlassen darauf, weil eben wieder durch die Klimakrise, durch Stürme und durch andere Unwetterereignisse halt der Wald wahnsinnig unter Druck steht. Gleichzeitig aber auch unter Druck steht durch Borkenkäfer, invasive Arten. Ich war bei der Biodiversitätskonferenz, das ist eines der größten Herausforderungen, sind invasive Arten jetzt ganz grundsätzlich für unsere Ökosysteme, wurde von der UNO auch so erkannt. Aber natürlich halt auch Rodungen, massiver Platzdruck, sei es jetzt auch Forststraßen, aber auch, wir wissen es,
Produktion von Soja jetzt, ich rede jetzt eher von Südamerika, nicht von Österreich, oder Rindfleisch, wo einfach sehr viel Wald jedes Jahr gerodet wird und zerstört wird. Und diese Frage, was ist ein Wald überhaupt, ist natürlich eine berechtigte Frage. Ist jetzt ein Wald nur ein Urwald oder ein sehr naturnaher Wald oder ist ein Wald auch eine Monokultur? Das werden jetzt Sie wahrscheinlich eher beantworten können. Ich sage jetzt mal aus meiner Bürgerinnenperspektive, dass ich wahrscheinlich einen Wald eher definieren würde, wenn er in einer gewissen Art und Weise natürlich gewachsen ist oder dass er naturnah ist. Und das ist ja ein sehr kleiner Prozentsatz nur mehr in Österreich. Der größte Anteil in Österreich sind sogenannte Nutzwälder, Wirtschaftswälder. Also um jetzt vielleicht ein bisschen den umstrittenen Herr Wohl, wie heißt der Wohl, Wohlleben, danke, zu zitieren, Massentierhaltung in unseren Wäldern, wo wir halt, das ist vielleicht ein bisschen jetzt ein provokanter Ausdruck, aber wo wir halt doch auch in Österreich fast 50% Fichten haben und diese Monokulturen halt auch nicht so resilient sind. Und wenn dann ein Borkenkäfer ist, wenn dann ein Schädling kommt, dann diese Wälder halt auch sehr schnell zerstört werden. Und ich glaube, das muss man halt grundsätzlich überdenken und unsere Urwälder, zumindest die, die wir noch haben, bestmöglich erhalten. Und das ist auch sicher die bessere Strategie, als willkürlich und unkontrolliert vielleicht Aufforstungen zu betreiben, die auch wieder Monokulturen sind, was wir ja jetzt teilweise auch noch sehr oft sehen und dann als unter dem Deckmantel des Klima- und Umweltschutzes Monokulturen aufgebaut werden. Ja, ist interessant. Also eine Frage, zu der ich definitiv noch gern mehr sprechen würde. Bei der Frage, was ist ein Wald eigentlich, würde ich den Mann gern einbinden, den ich vorher sträflich vernachlässigt habe bei meiner Vorstellungsrunde. Markus Jeschaunig ist ein Künstler und Architekt, also auch von der Architekt ausgebildet und wir sitzen auch eigentlich in einer Co-Kreation, die Markus Jeschaunig als Teil des Breathe Earth Collective mitverantwortet hat. Das ist eine Gruppe von Künstlern, Künstlerinnen, Architekten, Architektinnen, die sich nach der Expo Milano 2015, glaube ich, formiert hat und eben schon an mehreren Orten auch Orte geschaffen hat, die eben für naturnahe Environment sorgen, Kühlung sorgen. Ja, was ist ein Wald? Kann man den auch herstellen? Ja, guten Abend. Ja, wir versuchen im Breathe Earth Collective, sowie auch hier in dem Klima-Biennale-Pavillon mit dem Wald, den Sie da hinter sich auch sehen, architektonische Strukturen mit dem Vegetationsteil zu verbinden, sodass sie zusammenspielen. Und es ist so, dass wir hier, also Sie finden hier keine Fichte drinnen. Wir haben versucht, hier einen klimafitten Waldvorschlag auch vermittelbar darzustellen. Also da kann man dann auch wirklich eine Landschaftsführung machen. Und wir haben uns hier mit der Holzkonstruktion als Veranstaltungsraum hier mit einer Arena, also das ist der Klimakulturpavillon Graz, der ist vor 2021 im Sommer in Graz gestanden und war kreisrund. Das ist jetzt nur die Hälfte des Pavillons hier. Und da war der Wald in der Mitte, 100 Quadratmeter. Und wir haben jetzt hier die Einladung bekommen, das finde ich auch ziemlich genial, von Sitara und Claudius, die Programmleiterinnen der Klimabiennale, sich für so ein Reuse-Konzept auszusprechen und hier als Festivalzentrum etwas zu nehmen, was schon da ist und das noch einmal aufzustellen. Und wir haben uns dann den Fluchtweg gehalten und so weiter und das so eine Adaption geschaffen. Und es gibt ja schon Großbäume, die sind vom 100-Wasserhaus hier schon vorgegeben in diesen Vegetationsstreifen außenrum. Und dann hat der 100-Wasser auch dieses Topfpflanzen-Konzept gehabt. Und wir haben uns einfach mit Topfpflanzen, Bäumen in Töpfen, die dann wieder mit Waldvegetation unterpflanzt sind, die so einen Auszug von österreichischen Waldökotypen darstellen, hier hereingebracht. Und wenn das jetzt so richtig aufblüht, bekommt sie auch über die Schulter einen Kaltluftstrom, der euch erfrischt und bei Veranstaltungen hier auch Kühlung. Also es ist wirklich als Prototyp in der Stadt gedacht. Wenn das auf einem heißen Platz steht, Sie stellen sich das vor mit 40 Grad im Sommer und man hat hier, wir haben dann Schattensegel außen auch noch gehabt, wo man steuern konnte, je nach Sonneneinfall. Konnte man innen, das haben wir gemessen in Graz, da haben wir wirklich 8 Grad kühler gehabt, weil einfach es funktioniert. Es ist eine Dachsituation, das Blätterdach
Und die Evapotranspiration, also die Verdunstungskühlung, die kleinen Wassertröpfchen, die jedes einzelne Blatt der Pflanzen aussendet. Und eben, wie schon angesprochen, der Sauerstoff, das unsere Nahrung ist. Und wir, wie wir alle herinnen sitzen, atmen das aus. Unser Abfall ist eben die Nahrung der Pflanze. Das heißt, man kann das, also perfekte Symbiose Mensch und Pflanze, man kann das nicht oft genug zusammenbringen. Und so arbeiten wir im Brief Earth Kollektiv in einer architektonischen Art und Weise, Dinge zu bauen, die betretbar sind, die Menschen sinnlich auch erfassen, in ein Spüren, so wie im Brief Austria Pavillon, dem österreichischen in Mailand, wo man einfach reinging und keine Medienshow hatte, nichts lesen musste, was das Rationale, das Denken bediente, sondern man hat den ganzen Körper einfach nur spüren können, den Frischluft, die Kühle auf der Haut, den Atemzug nehmen können und so ein Österreich-Bild natürlich auch mitbekommen. Und ja, so versuchen wir im öffentlichen Raum gratis zugänglich dieses Thema in die Bevölkerung zu bringen und auch sensorische Wahrnehmung zu aktivieren, sodass diese Themen auch reingehen, anstatt jetzt in der Zeitung zu lesen, so und so viel Waldhektar binden so und so viel Tonnen CO2, weil das hat man nach 5 Minuten meistens wieder vergessen. Aber solche sensorischen Eindrücke, solche Raumerlebnisse sind was Bleibendes. Also ich glaube, eben wer mal barfuß über den Waldboden gegangen ist oder wirklich einmal tief durchgeatmet hat, der weiß, was ein Wald alles kann. Aber eben diese Art von Erfahrungen, macht man die in einem sogenannten Nutzwald? Wo macht man sie, wo macht man sie nicht? Also ja, also in einem Nutzwald, der bei uns steht, es gibt viele Nutzwälder, wo man die Erfahrung macht, wo die Leute auch gar nicht so genau merken, wie weit weg von der Natur das jetzt gerade ist. Wir sagen, das ist nämlich eh schön, man spürt das. Ne? Und wir sagen, Wald ist halt dann, wenn das ein eigenes Innenklima hat, das heißt der Wald, der sich dann sein Klima selber macht, wenn dieses Fleck von Bäumen, ne, diese Gruppe von Bäumen groß genug ist, dass die sowas erzeugt, dann spricht man von Wald. Und die Gesetzgeber haben das dann halt gefasst, um wirklich dann die Landschaft zu schützen, den Wald zu schützen und so. Und da wurden dann Mindestgrößen festgelegt, aber darum geht es. Und bei uns in Wirtschaftswäldern spürt man das und viele Leute würden nicht merken, was alles fehlt in den Wäldern. Ne? Es fehlt das tote Holz, das so viel Biodiversität beherbergt. Die Baumartenzusammensetzung ist natürlich ganz stark verändert und lang hat es ja funktioniert mit der Fichte. Ne? Wir haben alle richtig gut gelebt mit der Fichte. Es war einfach, die zu bewirtschaften. Tolles Holz ist ein großartiger Baum natürlich. Und darum wurde der auch, und es ging leicht. Ne? Man hat die überall hinsetzen können, die wachsen von selber, man muss nicht viel tun, nicht viel Pflege erforderlich. Und es hat funktioniert, es hat wirtschaftlich funktioniert. Man hat diese Idee der Fichtenreinertragslehre gehabt, die ist so im 19. Jahrhundert aufgekommen und dann hat man einfach begonnen, Wälder umzuwandeln. Und es gab damals schon Widerstand von Waldwissenschaftlern, muss man jetzt nicht gendern damals. Aber natürlich jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation und das, was wir in vielen Plantagen sehen, die da aufgeforstet werden, in armen Ländern, in den Tropen, das ist nicht Wald, das ist wie ein Maisfeld. Ne? Also weil da die Pinus radiata, die Monterey Pine ist auch in der Ausstellung vorgekommen, in Peru diese tausende Hektar großen Plantagen, die sind natürlich ökologische Wüsten. Ne? Das ist nicht Wald, sicher nicht. Das sind halt Plantagen. Da gibt es viele Arten, Eukalyptus sowieso. Das macht auch, das erzeugt Armut. Da gibt es Konfliktplantagen, da gibt es Publikationen drüber, da gibt es Kämpfe, da gibt es mit Indigenen. Also das ist alles nicht besonders lustig. Es ist nicht Wald, ne? Es ist etwas, das sind halt, es ist eine Gruppe von Bäumen, unser Forstgesetz würde sagen, ja, es ist Wald. Die FAO würde auch sagen, es ist Wald, weil es der Definition Genüge tut, aber funktional und ökologisch ist das halt ja eine Gruppe von gleichaltrigen, monospezifischen, also immer alle dieselben Art, eine Art meistens, so eine Gruppe von Bäumen. Und
mit vielen sozialen Problemen auch. Frau Bittner, vielleicht können Sie da ein bisschen einhaken, weil dieses Thema für dies und das werden Bäume gepflanzt, ist doch im Moment gerade fast überall präsent. Also ob man jetzt fliegt und versucht, seinen CO2-Impact zu kompensieren oder wenn es heißt, für dieses Produkt gehen so und so viel Cent des Umsatzes darin, dass wir eben Bäume pflanzen, um den Impact zu reduzieren. Das ist ja sozusagen fast schon eine Klammer in unserer Wirtschaft geworden, die man jetzt überall sieht. Wie funktioniert dieses System? Kann es das halten, was es verspricht? Und wie kann man jetzt auch aus der Konsumentenperspektive da ein bisschen klarer sehen, was da eigentlich geschieht? Also die kurze Antwort ist, es funktioniert natürlich nicht. Und Greenpeace ist auch einer der größten Kritikerinnen von diesen Kompensationsmodellen. Und es gibt auf beiden Seiten große Probleme. Es gibt einerseits auf der, ich sage jetzt mal, der Käuferseite der Zertifikate und auf der Seite der Verkäufer der Zertifikate das Problem. Auf der Verkäuferseite gibt es halt unterschiedliche Zugänge, wie ich kompensieren kann. Ich kann einerseits sagen, ich forste Wälder auf oder ich schütze Wälder, wo ich behaupte, die sind bedroht vom Abholzen. Oder ich nehme das Geld für Solaranlagen oder andere erneuerbare Energiequellen und oder gute Kocher, energieeffiziente Kocher, das ist eines der liebsten Projekte, wo ich halt potenzielles CO2 einspare, was sonst entstanden wäre, hätte ich statt Solar Kohle verwendet. Alles sehr hypothetisch und da gibt es halt sehr viele Herausforderungen, um die Zusätzlichkeit zu beweisen, um halt wirklich zu beweisen, dieses CO2 ist hier eingespart worden oder ist das nicht eigentlich eh sowieso da gewesen? Also da gibt es auch Beispiele von angeblich geschützten Wäldern, wo man eigentlich sieht oder weiß nach Recherchen, die wären eh gar nicht abgeholzt worden, aber dann wird halt behauptet, sie werden nicht abgeholzt deswegen. Und das führt halt dazu, dass wir im Prinzip am Papier CO2 einsparen, aber in der Realität nicht tun. Und auch bei den Aufforstungsprojekten gibt es insofern ganz viele Probleme, weil, wie eben schon gehört, dann auch Monokulturen angebaut werden, Eukalyptusbäume angebaut werden, die vielleicht sogar dazu führen, dass viel eher Waldbrände entstehen, weil die sehr trocken sind und dann das alles abgebrannt wird. Es gibt auch ein Beispiel von 2019 in der Türkei, da haben Freiwillige 11 Millionen Bäume gepflanzt und nach einem Jahr waren 90% dieser ganzen Bäume wieder weg, weil man einfach nicht mit Expertinnen und Experten zusammengearbeitet hat, zu sagen, wann pflanzt man sie, wo pflanzt man sie, welche Baumart pflanzt man und so weiter. Und durch diese Projekte auch ganz oft Indigene vertrieben werden zum Beispiel, ja, wo man dann sagt, man riegelt dieses Naturschutzgebiet ab und das ist jetzt ein Projekt, wo halt, ich sage jetzt mal provokativ, die OMV zahlt, damit das geschützt wird und dann sind die Einheimischen werden vertrieben und müssen dann dort vielleicht sogar arbeiten. Und wir viele wissen, dass 80% aller Biodiversitäts-Hotspots eigentlich von Indigenen, nicht bewirtschaftet ist das falsche Wort, aber die dort im Einklang leben und dass dort eigentlich sehr viel Biodiversität ist. Also Mensch und Natur kann man auch nicht auseinander dividieren. Und der Vollständigkeit halber noch auf der anderen Seite möchte ich das Problem noch groß erwähnen, auf der Einkäuferseite der Zertifikate, was nämlich diese Möglichkeit der Kompensationen führt dazu, dass wir nicht nachhaltige Wirtschaftsweisen eigentlich beibehalten und dass eigentlich Unternehmen, die, sage ich mal, ein Fade-out verdienen, so wie eben fossile Unternehmen oder Unternehmen, die auf fossile Energie beruhen, eigentlich ständig eine Legitimation haben, weiter zu bestehen. Wenn ich mir ein Green-Fair-Ticket kaufen kann bei der Austrian Airline, um das jetzt auch so zu benennen, dann wird das Fliegen auch nie diesen Stempel bekommen, dass es halt eine Alternative vielleicht gibt, nicht alle Strecken selbstverständlich, mit dem Zug zu fahren. Und ich finde es auch sehr zynisch, dass man zum Beispiel bei der Auer einen Green-Tariff kaufen kann, einen Business-Green-Tariff, wo ein Platz daneben frei ist. Das heißt, ich habe dann einen grünen Tarif, wo ich zwei Plätze besetze und ich zahle dann irgendwie 30, 40 Euro mehr und habe das Gefühl, ich bin grün geflogen. Und man muss schon verstehen, ein Flug oder ein Glas oder ist ja wurscht was, wird nicht grüner, wenn woanders ein Baum gepflanzt wird. Da gibt es sehr schöne Vergleiche, so wie wenn man zahlen würde an Paare, damit sie nicht streiten und ich darf dafür betrügen. Da gibt es so ganz witzige Werbespots, die einfach so aufzeigen, wie zynisch das ist, dass das eigentlich so ein moderner Ablasshandel ist, der da geführt wird, wie wir es damals von der Kirche gekannt haben. Wir zahlen einfach Geld und dafür kann ich weitermachen wie bisher. Und das Gute ist aber, dass die Europäische Union das auch schon ein bisschen erkannt hat und dass es hier gerade auf Richtlinienebene viele Änderungen gibt, es den Unternehmen zu unterbinden, Produkte als klimaneutral oder gar klimapositiv zu bezeichnen, weil sie einfach in der Bilanz mehr
CO2-Zertifikate einkaufen, als sie CO2-Emissionen ausstoßen. Und es gibt jetzt noch ganz viele andere Probleme, aber ich habe jetzt nur versucht, die größten zu erwähnen. Ja. Es gibt dazu auch übrigens ein Projekt, ein interessantes in der Ausstellung oben, wo es auch um dieses Landgrabbing geht. Sie wollten noch einhaken. Genau, nämlich eines der Probleme ist meistens, dass das Problem ist nicht, dass nicht die Experten oder Expertinnen gefragt werden, sondern dass die lokalen LandnutzerInnen nicht gefragt werden. Wir haben an der BOKU diese Probleme auch gesehen und haben überlegt, ob man das anders machen kann auch und haben ein eigenes Kompensationsschema aufgesetzt, das die Grundlage ist dafür, dass die armutsvermindernd sind für lokale LandnutzerInnen. Und das erste Projekt, das wir da versucht haben, war eines, das ich eingereicht habe, das wir dann im Hochland von Äthiopien gemacht haben. Und wir haben es nur gemacht, wenn wir zuerst einmal einen partizipativen Prozess mit den LandnutzerInnen, die wir schon kannten. Ich habe einen äthiopischen Dissertanten gehabt, der hat schon dort gearbeitet, der kannte die Leute. Und dann haben wir gesagt, wir machen das nur, wenn man 1,5 Jahre mindestens mit den Leuten reden kann und die können dann Nein sagen, wenn sie es nicht wollen, ne, diese Aufforstung. Das haben wir gemacht. Die Leute wollten es dann ganz woanders, als wir dachten, die Experten. Wir dachten, wir wissen, wo das ist. Die Leute haben gesagt, nein, dort nicht. Dann gab es 1,5 Tage Diskussion und die Leute haben glücklicherweise gewonnen. Und es war dann so ein ganz großer Ownership bei den Leuten da. Inzwischen ist das so, dass diese Aufforstung viele Co-Benefits hat. Also was dort das Wichtigste ist, dass die Leute, seit die Bäume, und das wächst ja dort schnell auch, seit die Bäume so 8 Meter hoch sind, läuft dort durch dieses Einzugsgebiet, da ist ein Bach, der ist in der Trockenzeit ausgetrocknet. Seit dort die Bäume stehen, ist ganzjährig Wasser. Die Leute sind natürlich ganz glücklich drüber, weil die können ihre Tiere, ihr Weidevieh zum Tränken bringen. Die haben viel mehr Diversität, weil wir geschaut haben, dass die in weiten Verbänden aufgeforstet werden, dass, wenn die absterben von Termiten und so, das nicht sofort wieder nachgesetzt wird. Das heißt, es gibt viele Blütenpflanzen, da gibt es Honig, also die Leute sagen, der Honig hat wieder andere Geschmäcker und so. Wildtiere tauchen auf, die nur die alten Leute kannten. Das heißt, es geht, aber man muss wirklich das so bottom-up planen. Man muss Macht transferieren, man muss die Leute entscheiden lassen und dann muss man halt wirklich schauen, dass dort die Lebensumstände der Leute sich verbessern. Meistens ist das nämlich nicht so. Meistens ist das armutserzeugend, was da gemacht wird, weil die Leute ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, nämlich der Flächen, die sie nutzen. Ne? Ja, ich wollte nur was dazu sagen, weil Ehre diesem Projekt, ja, und ich glaube auch, dass es sehr viele Projekte gibt, die gut funktionieren und die bestehen bleiben müssen. Da, wo unsere Kritik halt einsetzt und auch nicht aufhören wird, ist, es ist kein Kompensationsprojekt. Es ist von mir aus ein Klimaprojekt, ein Aufforstungsprojekt, was unterstützt werden kann von Unternehmen oder sonstige Förderungen, die bezahlt werden. Aber es ändert nichts an einem Produkt oder an einer Klimabilanz. Und deswegen verwehren wir uns dieser Begrifflichkeit der Kompensation, weil es dann dazu führt, dass wir hier glauben, wir können weitermachen wie bisher. Weil was sind denn nicht vermeidbare Emissionen? Das wird oft so gesagt, man soll vermeiden und reduzieren, soweit es geht. Und das, was dann überbleibt, das kann ich dann kompensieren. Und diese Definition fehlt einfach, weil bei einem Ölkonzern, was sind hier nicht vermeidbare Emissionen? Ich kann einen Ölkonzern komplett das Business, das Kernbusiness umdrehen und zum Beispiel Windräder und Solarenergie machen und das Fossile komplett aufhören. Das wäre dann für uns dann keine vermeidbaren Emissionen mehr. Aber wenn man eben sagt, man bleibt bei dem Kerngeschäft, dann kommt man ja nie zu dem gemeinsamen Punkt, was nicht vermeidbare Emissionen sind. Und deswegen, und außerdem ist es ja so, dass wenn man das daran bindet an die Emissionen, heißt das ja, je mehr Emissionen ich ausschütte sozusagen oder je mehr Emissionen ich verursache, desto mehr Geld kriegt das Projekt. Umso besser ich als Unternehmen werde, desto weniger kriegt eigentlich ein gutes Projekt. Und da diese Entkoppelung braucht, und wegzukommen von diesem, wir sind jetzt auf Null, weil wir dieses Projekt unterstützen. Das kann man einfach so auch zahlen dann. Ich würde gerne ein bisschen wieder nach Österreich zurückkommen, was das angeht. Und eben vielleicht den Herrn Schörkhuber mal fragen, was denn die Konflikte bei uns hier sind, wenn man sagt Landnutzer, wirtschaftliche Nutzung und die Herausforderungen, die man eben hat, wenn man einen Wald wieder zum echten Wald
gestalten will, klimafit machen will, wenn wie das so heißt. Welche Bruchlinien verlaufen denn da und wie geht auch so ein Betrieb wie die Bundesforste damit um? Ja, für uns, also wir stehen vor großen Herausforderungen. Ich glaube, wir haben das sehr, oder du hast das sehr schön dargelegt. Muss vielleicht noch vorher, da wollte ich vorher noch einhaken, sagen, dass natürlich, wenn wir über die Waldeigenschaft gesprochen haben, Wälder in Österreich natürlich nicht, Gott sei Dank, nicht vergleichbar sind, zum Beispiel mit einer reinen Eukalyptusplantage, sondern die sind halt einmal naturnäher oder naturferner. Aber in Summe leisten die österreichischen Wälder sehr viel für uns Menschen, nämlich, da gibt es ja dieses Konzept der Ökosystemleistungen, was leisten Ökosysteme für uns, und um das ein bisschen zu veranschaulichen, hilft es vielleicht, um so ein Gedankenexperiment zu machen und sich vorzustellen, was wäre, wenn wir keine funktionsfähigen Wälder hätten, dann hätten wir sehr viel mehr CO2 in der Luft. Ja. Wir könnten keinen kühlenden Spaziergang bei heißen Tagen machen. Wien wäre, das passt auch zu dem dazu, um 2 bis 3 Grad wärmer an heißen Tagen, wenn es den Wienerwald nicht gäbe. Der Wienerwald ist bewirtschafteter Wald. Weite Teile des Alpenraumes wären überhaupt nicht bewohnbar, weil Lawinen, Steinschlag, Hochwässer, Muren und so weiter viele Talbereiche gar nicht bewohnbar machen würden. Also wir stehen vor großen Herausforderungen, und was wir jetzt versuchen ist, unter diesen härteren Voraussetzungen, also Klimawandel passiert, ja, es ist teilweise dramatisch, was passiert, diese Ökosystemleistungen sicherzustellen. Und wie ist da jetzt unser Zugang bei den österreichischen Bundesforsten? Wir wollen gern Ökologie und Ökonomie verbinden. Das heißt, also wir sind fest davon überzeugt, dass sich eine ökologische Wirtschaftsweise, wenn der Wald in einem naturnahen ökologischen Zustand ist, dass das auch langfristig und mittelfristig auch ökonomisch sinnvoll ist. Ich meine, man braucht nur an Gegenspieler und Antagonisten denken, die zum Beispiel den Borkenkäfer dann wieder als Feind, also die Feinde des Borkenkäfers sind, zum Beispiel 3-10-Specht, ja. Da gibt es ein eigenes Konzept bei uns, das heißt Lebensraumvernetzung, wo wir 5% der Waldflächen eines jeden Revieres ganz besonders für gewisse Zielarten, zum Beispiel für den 3-10-Specht, so bewirtschaften wir belassen. Totholz drinnen, das machen wir aber auf der gesamten Fläche. Wir bei jeder Nutzung, bei der Endnutzung, wo wir erntereife Bäume ernten, belassen wir zumindest 5 Biotopbäume. Wir machen über 1000 freiwillige Naturschutzmaßnahmen. Da gehören die Bekämpfung von zum Beispiel Neophyten dazu, dass man mal probiert, einen Staudenknöterich wegzubekommen. Es ist nicht so einfach, wer es einmal probiert hat. Aber wir versuchen es zumindest. Wir legen Amphibientümpel an und so weiter und so fort. Und vielleicht ein Herzstück von unserem ökologischen Zugang ist ein Planungstool, das wir vor wenigen Jahren entwickelt haben, das ökologische Landschaftsmanagement. Das funktioniert so, wir machen so klassisch in der Forstbranche alle 10 Jahre von einem Forstrevier einen neuen Plan. Wir zeichnen neue Karten, sagen, da gehört eine Durchforstung gemacht mit der Dringlichkeit und so weiter, rechnen aus, was wir nachhaltig nutzen können, damit wir den Wald nicht überfordern. Das ist nämlich auch gefährlich. Und dazu machen wir eine Ökoplanung. Ja. Da gibt es Prozessnaturschutzflächen, Ecken, die haben wir gemeinsam zum Beispiel mit BirdLife ausgewiesen, über 500 solche Flächen österreichweit verteilt, wo der Vogelschutz ganz oben steht. Okay, und noch viel, viele andere Sachen. Prozessschutz, wir sind im aktiven Management von 4 Großschutzgebieten, das Wildnisgebiet Dürnstein. Zum Beispiel, da war ich selber 7 Jahre tätig, ja. In meiner Arbeitszeit, und in 2 Nationalparks sind wir beteiligt. Wir schauen, dass wir eben diesen ökologischen Zugang auch mit der Ökonomie verbinden. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg für die Zukunft, wenn große Herausforderungen anstehen. Welche Rolle spielt da eigentlich in diesem System dann auch so die Aufforstung mit resilienteren Baumarten, und wie sind da solche Zeithorizonte zu denken, wenn man sagt, okay, irgendwann mal wird die Fichte einfach nicht mehr der tragende Baum sein können? Wann kann man sich vorstellen, dass der Wald dann wirklich, der Fichtenwald wirklich ersetzt ist durch was anderes? Das dauert, ja. Das dauert. Das ist ein mehrere Jahrzehnte, vielleicht ein Jahrhundert dauerndes Projekt. Also kein Sprint, das ist ja Ultramarathon. Wir haben uns schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, um ein paar Zahlen zu nennen. Ja, bei den Bundesforsten wollen wir von derzeit 58% Fichte runter auf unter 40.
Wir fördern andere Baumarten wie Tanne, wie Lärche, ganz wichtige Gebirgsbaumarten. Die Bundesforste sind im Schnitt, ja, nicht überall, aber eher ein Gebirgsbetrieb, muss man sagen. Die Großteil der Fläche ist in bergigen Gebieten. Wir in tieferen Lagen fördern wir Eichenmischwälder und da ist eben ganz wichtig, dass wir eben auf mehrere Baumarten setzen. Also Vielfalt ist, glaube ich, wahrscheinlich das wichtigste Prinzip, wenn es um den klimafitten Wald der Zukunft geht. Also nicht auf eine Karte setzen, ist ja kein altes Prinzip. Ja. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also jetzt nicht auf eine heilsbringende Baumart setzen und glauben, das ist jetzt unsere neue Fichte, sondern mischen. Es gibt fast bei jeder Baumart irgendwo phytosanitäre Problemchen, die auftauchen können. Ja, jetzt ist auch bei der Eiche gibt es eine Netzwanze, die invasiv ist leider und vielleicht irgendwann mal auch in Österreich angetroffen wird. Ist schon, ja. Ob es den Westen Österreichs erreicht, hoffentlich nicht. Aber das heißt, auch hier nicht nur wieder Eiche, 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 sondern Eichenmischwälder, mehrere Baumarten. Das ist ein gutes Konzept. Und dauern tut das länger. Durch Schadereignisse, die sind ein bisschen ein Turbo. Das ist etwas, was wir uns nicht wünschen. Aber wenn wir diese Krise haben, dann nach dem Konzept Never Waste a Good Crisis, das sind oft die schnellsten Umbauten hin zum klimafitten Wald, die wir sehen. Weil Frau Bittner zuerst gesagt hat, es geht auch darum, die Urwälder oder zu bewahren, die es noch gibt. Aber wie groß ist der Anteil dieser quasi wirklich urwüchsigen Wälder eigentlich in Österreich und was können die auf der großen Skala bewirken? Ich habe immer das Gefühl, das sind eher so Nischen. Also wir haben wirklich einen Urwald, da haben wir einen in Österreich, der hat 300, gut 300 Hektar, 350 oder so, je nachdem, wie man es abgrenzt. Und das ist es. Wir haben, Sie haben es eh richtig gesagt, unsere Wälder sind Kulturlandschaften, ne? Und Urwälder haben halt nur mal ganz wenige. Wir haben dann noch naturnahe Wälder, wir haben Wälder, die nicht intensiv genutzt wurden, nämlich die nicht Forstwirtschaft studiert hatten vor 100 Jahren und noch vor 50 Jahren. Das waren bäuerliche Betriebe. Das waren die natürliche Mischungen erhalten haben. Dort haben wir deutlich höhere Mischungsanteile, weil die nicht diese akademische Forstwirtschaft betrieben haben. Das sage ich jetzt durchaus selbstkritisch, ne? Aber wir haben auch dazugelernt mit der Zeit. Und da gibt es durchaus Wälder, die noch viel naturnäher sind. Ich habe mir das jetzt angeschaut, kürzlich. In Summe haben wir so etwa 3% der Flächen in Nationalparks und Wildnisgebiet. Der Wald in diesen Flächen, also wenn man schaut, wie viel ist das von unserer Waldfläche. Na, Waldfläche ist 48% der Landesfläche, fast die Hälfte von Österreich ist Wald. Und davon ist in diesen Schutzgebieten, die wirklich jetzt nicht genutzt sind, sind es, wenn man jetzt nicht die Schutzflächen, die Flächen zusammenzählt, weil es sind viele Flächen, die gar nicht Wald sind. Der Nationalpark Hohe Tauern, das meiste ist über der Waldgrenze und so. Neusiedlersee hat ebenfalls kaum Wald. Das sind 1,34% der Waldfläche. Das sind solche Flächen. Wir haben nur 8.300 oder so Hektar Naturwaldreservate, wo man versucht hat, Urwälder der Zukunft anzulegen. Kleine Waldflächen, die nicht stark genutzt waren, die nur relativ naturnah sind und die man jetzt so irgendwie verteilt über verschiedene Waldgesellschaften halt, wo man den Leuten bezahlt, damit sie nicht nutzen. Das sind schlaue Systeme. Wir hoffen, dass das erweitert wird. Wir sagen, aus ökologischen Gesichtspunkten möchten wir gerne, dass 10% der Wälder bei uns nicht mehr genutzt werden. Und zwar so verteilt und so ausgewählt, dass die stark bedrohten Waldökosystemtypen, dass die besonders bevorzugt ausgewählt werden und nicht nur die eh schon alt sind. Das heißt, alte Wälder, wenn Leute sich bemüht haben, Vorrat aufgebaut haben, Totholz belassen haben, vielleicht gut gemischt haben, dann soll es nicht so sein, dass die jetzt keinen Baum mehr umschneiden dürfen, weil das sind unsere
unsere Urwälder der Zukunft, das wäre Bestrafung für die Leute. Ne? Das geht so nicht, sondern man muss anders auswählen. Man muss hergehen und sagen, wo haben wir denn bedrohte Waldökosysteme, die unter Druck sind, und dort müssen wir eventuell auch neue Flächen widmen, Auwälder. Wir brauchen sicher mehr Auwälder, sind ganz bedrohte Systeme, würden Retentionsräume schaffen. Das heißt, wir brauchen sicher mehr solche Flächen, die auch nicht mehr genutzt werden, und das würde das Wirtschaftsmodell der Forstwirtschaft nicht in Frage stellen, weil Holz ist ein toller Rohstoff, den brauchen wir für viel mehr Anwendungen als jetzt noch, aber wenn man 10%, also auf 90% der Fläche, das wird die Forstwirtschaft, das Geschäftsmodell nicht umbringen. Das ist kontroversiell, da würden so Hardcore-Vertreter, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr bemüht euch ja schon, genau, das kontroversielles Thema. Ja, da wird wirklich sehr viel und leidenschaftlich diskutiert zu diesem Thema aus der Nutzungsstellung. Vielleicht eine Zahl dazu, bei den österreichischen Bundesforsten, wir haben 8% unserer Wälder unter strengem Schutz. Das heißt, es sind wirklich Schutz, also sind nicht alle verordnet, aber das sind Kernzonen von Nationalparks, das sind also Wildnisgebiete, das sind diese Biodiversitätsinseln, die ich genannt habe, die 500, das sind Naturwaldreservate. Also das sind nicht einmal die Außenzonen von Nationalparks dabei. Also das ist, da haben wir 8% von der Gesamtfläche der Bundesforste. Wir haben ja nicht nur Wälder, sondern auch alpine Flächen, Seen, Gewässer und so, sind es 9%. Und 50% der ÖBF-Flächen sind unter Naturschutz. Da gibt es aber unterschiedlich strenge Regime. Eben diese 8% sind besonders streng geschützt. Ja. Und dann gibt es aber auch sowas wie Landschaftsschutzgebiete, die jetzt nicht so strenge Schutzkategorie ist. Zum Thema Außernutzungsstellung und versus aktiv bewirtschaftete Wald. Also für uns als Bundesforste, einerseits sind wir stolz auf unsere Schutzgebiete, die wir haben und die wir auch mitmanagen. Wir sind ja im Management dabei. Das war auch meine Rolle quasi im Wildnisgebiet Dürnstein dazumals. Für uns ist der aktiv bewirtschaftete Wald sehr, sehr wichtig. Warum? Mehrere Gründe. Ein Grund ist, du hast es angesprochen, wir sehen es auch hier vor uns, und ich habe vor kurzem ein Interview gelesen mit Herrn Schellhuber, der ist jetzt neuer EASA-Chef und wahrscheinlich einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt, der gesagt hat, dass diese Kombination aus Forstwirtschaft und Holzbau ja, ist ein absoluter Königsweg, weil er sieht nicht so effektiv als CO2-Pumpe, also eben negative CO2-Pumpe wie die Photosynthese von Bäumen. Und ja, das sehen wir auch so. Also wir brauchen einen aktiv bewirtschafteten Wald. Warum? Weil wir das im Klimawandel brauchen, um Holzprodukte zu haben, langlebige Holzprodukte. Das ist der Schlüssel. Ja. Und zweitens, wir müssen auch unsere Wälder ja umbauen, klimafit machen. Und wenn man sich die Schadholzdynamik, die wir zum Beispiel in Osttirol sehen und so weiter, wenn man sich das jetzt vorstellt, man wird das wirklich auf großer Fläche, auf teilweise sekundär veränderten Wäldern laufen lassen über Österreich, wäre das natürlich mit einem hohen Risiko verbunden. Und dann werden diese ganzen Ökosystemleistungen, die ich vorher genannt habe, so manchem, also ziemlich unter Gefahr. Das heißt, ich möchte da jetzt nicht irgendwie das eine gegen das andere ausspielen. Das große, der überwiegende Strategie ist aktiv bewirtschaftete Wälder im Klimawandel für uns jetzt. Und da denken wir aber den Naturschutz, so wie ich es vorher ausgeführt habe, auf großer Fläche mit. Da gibt es überall kleine Inseln, da gibt es die Außernutzung sind, die Trittsteine sind, die speziell behandelt werden für spezielle Arten. Wir renaturieren Moore zum Beispiel. Wir haben über 50 Moorprojekte schon abgewickelt in den letzten 20 Jahren. Und gleichzeitig sind wir auch stolz auf unsere Schutzgebiete. Und da kann man auch viel lernen von der Wildnis. Können Sie vielleicht zum Thema auch was sagen, was das Breathe Earth Collective da ja auch als Impulsgeber macht? Weil eben das Biodiversität und Holzbau, das ist eigentlich genau das. Ja, der Pavillon ist genau aus dem Grund aus Holz gebaut. Also wir haben das auch in so einem Brettquerschnitt konzipiert, das dann einfach auch wieder trennbar ist.
der dann am Ende, wenn es wieder rückgebaut wird, ein Stapel, ein riesengroßer Stapel an Brettern ist. In dem Fall Fichte, die Steher, und Lärche, die Bodenplattformen und Treppen. Und auf diesem Stuhl steht übrigens auch drauf, wie viel CO2 der kompensiert, wenn Sie genau schauen. Ja, und ja, es ist so auch im Kreislauf zu denken. Aber ich habe jetzt auch noch ein paar Notizen gemacht zu dem, was jetzt vorher gesagt worden ist. Da gibt es ja 2019 ist eine Studie rausgekommen an der ETH Zürich im sogenannten Crowther Lab. Sehr beeindruckende, wissenschaftlich fundierte Studie, die das 1,5-Grad-Ziel vom Paris Agreement hernahm und dargestellt hat, dass das weltweite Aufforstungspotenzial da ist, um die kompletten, also um das, die CO2-Emissionen einfach zu schlucken durch die Waldmasse. Und das weltweit, ohne die Agrarflächen jetzt zu bedrohen, die unsere Ernährung auch sichern, genug Platz da wäre. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir weltweit wirklich zusammenarbeiten müssen, da gab es so eine Weltkarte, wo sie die auch gemappt haben, dann weiß man, wie sehr wir da eigentlich zusammenarbeiten müssten. Und jetzt stellt sich die Frage, Schutzgebiete in Österreich, Waldbestand, die Hälfte oder mehr und so weiter. Wie können wir die österreichische Waldlandschaft oder können wir in Österreich die Waldlandschaft so leistungsfähig machen, dass sie unser CO2 auch schlucken kann? Das ist, finde ich, eine total interessante Frage. Oder müssen wir dann auf den CO2-Emissionsbereich auch deutlich auf die Bremse drücken? Also wie geht das zusammen? Und dann, was ich auch noch vermisse, und das ist auch schon angesprochen kurz geworden, die Bauern und Bäuerinnen, also die privaten Waldbesitzer, Sie sprechen ja jetzt nur vom Bundesforste-Anteil, und wie sieht da der Link aus, dass auch dieses Wissen neuer Baumarten, klimafitte Waldwirtschaft dann auf einen Privaten, der aus Generationen hier den Wald von den Großeltern auch übernommen hat. Und da gibt es ja auch drastische Beispiele in Waldviertel, wo dann im tschechischen Raum auch der Borkenkäfer dann einmal ein Riesengebiet in Österreich da erwischt hat und die Leute weinend da sitzen und nicht wissen, welche Baumarten sie pflanzen können und so weiter. Also das finde ich nur als Beispiel dieses Wissenstransfers eines klimafitten Walds. Und wir versuchen halt in diesen Projekten, und wir merken halt Besucherinnen und Besucher dieser Projekte von uns, haben sehr viele Fragen zu den Pflanzen. Was sind das für Baumarten? Das kennt ja nicht jeder so ad hoc, auch wenn wir es in der Schule lernen und so weiter, aber trotzdem, da ist sehr viel Gesprächsbedarf und Vermittlungsbedarf, und letzten Endes, wie kommt das bei den Bäuerinnen und Bäuern an, die auch Waldbesitzer sind und private Forste haben? Ja. Ich muss, es brennt mir unter den Nägeln, die Studie 2019 Pasteur et al., die ist eine ziemliche Katastrophe, fachlich, muss man sagen, und auch in ihren sozialen Auswirkungen. Ich habe die Studie gesehen, ich habe es gelesen, ich habe geschaut, wie haben die gerechnet. Die haben geschaut, welche Flächen hätten wir denn global, um aufzuforsten. 900 Millionen Hektar hat Pasteur et al. Haben's rausbekommen. Und was sind das für Flächen? Ich habe mir diese Karte angeschaut und ich habe mir diese Miombo Woodlands in Südafrika angeschaut und gesagt, was für Flächen haben die gerechnet? Im Annex und dann nochmal in den Annex, es war wirklich schwer zu finden, ganz klein gedruckt ist dann gestanden, dass die auch Weideflächen, alle Weideflächen als potenzielle Waldflächen sehen. Ja. Und was sie gemacht haben, sie haben verbaute Flächen abgezogen, sie haben Ackerbau abgezogen, also alles, was unter Pflanzenproduktion ist, aber Weideflächen haben sie belassen. Wenn man jetzt weiß, dass in armen Ländern, in den Tropen und Subtropen gerade die ärmsten Teile der Bevölkerung von Weidewirtschaft leben, die extensiv ist, dann ist das eine Katastrophenmeldung eigentlich. Noch dazu haben sie den Kohlenstoff falsch gerechnet, weil diese Graslandsysteme sehr viel Kohlenstoff im Boden speichern und die haben das einfach so ziemlich auf Null gesetzt. Das war also, das ist schlecht in vieler Hinsicht. Und da merkt man aber, wie schädlich sowas ist, wenn man schlechte Forschung macht und weil man nicht ganzheitlich denkt. Weil die sitzen am grünen Tisch, die sitzen in der Schweiz und modellieren das Leben und die Landnutzung der Menschen in diesen Ländern. Da kommt man
also Entschuldigung, das kann's nicht sein. Ne? Das ist eine unglaubliche Hybris. Und wozu wird das gemacht, damit wir vielleicht weiter unsere fossilen, weil der Wald wird es nicht richten, ne? Das ist völlig klar. Der Wald rettet uns nicht. Wir müssen raus aus den fossilen. Ja, letzten Endes sind es ja aber genau Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, auf die Sie sich auch jetzt vorhin auch bezogen haben und auch weiter beziehen werden, wahrscheinlich, um Ihre eigene Arbeit auch zu machen. Und das ist, finde ich, doch interessant, dass man so eine Studie auch einmal als Statement hernehmen kann, um die Welt einmal anders zu sehen. Um unser Dalai Lama nennt es Our Only Home, der Planet, der uns gegeben ist sozusagen, wo wir nicht weg können noch. Und das einmal über die Grenzen, über die nationalstaatlichen Grenzen auch zu betrachten und weiterzudenken. Wie können wir eben noch einen Schritt weiter gehen, weil die Zeit zum Handeln ist jetzt. Und alles, was wir jetzt nicht verändern, wird Jahrzehnte oder Jahrhunderte uns noch am Buckel lasten, um wieder den Zustand dann zu erreichen. Also es ist ich lese die Studie als Aufforderung, Gas zu geben. Ja, also. Ja, aber nicht indem man den Leuten ihre Lebensgrundlage entzieht, sondern indem man viel besser, da draußen branden der Verkehr vorbei. Warum fahren die da noch? Ne? Warum sind da so große Straßen? Was soll das Ganze da? Sorry. Mir geht auch langsam die Geduld aus. Also ich muss jedes Jahr wieder in den Vorlesungen und ich tue meine Unterlagen jedes Jahr updaten. Und jedes Jahr wird es schlechter. Und mir reicht es schon langsam wirklich. Und also wir müssen in die Gänge kommen. Wie ist denn das, die Position von Greenpeace in diesem Zusammenhang? Weil da hat man ja auch, glaube ich, schon paradigmenmäßig hat sich da ja auch viel getan von diesem eben zum Beispiel jetzt Hainburger Ausschützen oder sowas. Da sind wir sehr klar, sehr lokal, eigentlich begrenzte Aktionen war, auf die man da geschaut hat. Aber eben genau diese Problematik, die wir da jetzt besprechen, verlangt ja auch, dass sich so eine NGO, die global tätig ist, auch vernetzt. Und Sie haben auch die sozialen Fragen angestellt. Was hat sich denn da eigentlich getan, seit Sie da diesen Prozess überblicken? Also es ist definitiv ein globales Problem, definitiv ein globales, aber natürlich auf europäischer Ebene kann man sehr viel machen, wo wir auch sehr viel arbeiten. Ich glaube auch, dass, ich kenne die Studie nicht, wenn die so ist, dann ist es natürlich sehr verwerflich, aber ich finde es auch sehr zynisch zu sagen, können wir selber sozusagen kompensieren mit den Wäldern oder müssen wir vielleicht auch andere Flächen mit einbeziehen, weil das kann es einfach nicht sein, weil es ist einfach komplett klar, dass wir zurückfahren müssen mit den Emissionen. Klimafit ist halt auch vielleicht ein zu kurz gegriffener Begriff für den Wald, weil es ist ein Biodiversitäts-Hotspot, sollte es sein. Also diese Reduzierung auch von Ökosystemen auf CO2-Senken ist ein totaler Wahnsinn, ja, weil wir sind genauso in einer Artenkrise, in einer globalen Artenkrise. In Österreich haben wir auch eine Artenkrise, also es gehen die Arten einfach, ich sage jetzt mal täglich zurück. Sie kennen es vielleicht selber, vor 30 Jahren, ich sage jetzt Beispiel Auto, waren ganz viele Gelsen noch auf dem Auto meiner Eltern und jetzt ist da gar nichts mehr. Also das ist schon, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und wir arbeiten natürlich global, wir sind eine globale Organisation, ich glaube, das ist bekannt. Und gerade auch auf europäischer Ebene hat sich jetzt mehr getan und jetzt gerade erfahren wir leider einen totalen Backlash, was das betrifft. Also es ist ein Renaturierungsgesetz in der Pipeline, was Österreichs Bundesländer blockieren und boykottieren, weil sie es nicht wollen, weil es da genau um Außernutzungsstellung geht. Da würde aber Österreich so einen Mehrwert schaffen, wenn Österreich die Blockade aufgeben würde, hätten wir eine Mehrheit und könnten dieses unglaublich wichtige Renaturierungsgesetz abschließen. Es gibt eine Entwaldungsverordnung, die jetzt 2 Jahre verhandelt worden ist. Ich meine, das ist auch ein totaler Wahnsinn, wo jetzt der Landwirtschaftsminister draufkommt, finde er doch nicht so super und eine Initiative gestartet hat gegen diese Entwaldungsverordnung, die uns aber unsere Wälder eben global schützen würde und die Verantwortung der Europäischen Union wahrnehmen müssen. Und auch in der Landwirtschaft sehen wir gerade die Bauernproteste, was da alles an Umweltleistungen gerade zurückgerudert wird. Also es ist halt sehr dramatisch. Und natürlich auf dieser Ebene arbeiten wir halt sehr viel. Und die soziale Komponente, um das auch noch gesagt zu haben, ist für uns, wir sind zwar eine Umweltschutzorganisation, aber das muss man zusammendenken und man muss Menschen und Natur zusammendenken. Und das haben wir auch, wenn wir zum Beispiel so auf den UNO-Konferenzen auch vertreten sind, dürfen wir ja als Beobachter
haben wir auch bei der letzten Biodiversitätskonferenz bei der UNO großteils unserer Tickets Indigenen gegeben, weil wir auch wollten, dass die dort eine Stimme haben und dass die auch sagen können, was sie brauchen und was es braucht, um die Umwelt zu schützen und dass es nicht zu diesen aufgesetzten künstlichen, unter Anführungszeichen, Naturschutzprojekten kommt. Hatten wir auch einen sehr interessanten Vertreter aus Kenia mal bei uns, der auch erzählt hat, dass Umweltschutz ist bei uns halt so links und öko. Und in sehr vielen afrikanischen Ländern, nicht jetzt um den Kamm zu scheren, ist es eher militärisch, Boots, rechter, konservativ. Das fand ich sehr spannend, mit Gewehr und Beschützen von Gebieten und die Leute nicht rein dürfen. Ja. Ja, ich habe es in Kenia auch irgendwie mitbekommen, diese Idylle, die wir sehen mit Zebras und Büffeln und so weiter, ist eigentlich für die Maasai hochproblematisch. Ne? Ja, doch, mit Botswana. Ich weiß nicht, ob das alle gehört haben. Botswana hat ja jetzt, weil eben auch vom Naturschutz sehr viele gesagt haben, man kann ja die Elefanten nicht abschießen. Oh mein Gott, ich bin Tierschützerin und vegan und alles. Ja. Aber dann hat Botswana gesagt, na gut, Deutschland, wir schenken euch 20 Elefanten. Ja, aber es waren sogar mehr als 20, oder? Mehr als 20, ich glaube 20 gelesen. Ja, jetzt sind wir aber schon in der Steppe. Kommen wir zurück in den Wald. Ich würde, bevor ich die Runde aufmache für Fragen aus dem Publikum, gern noch eben auf diese symbolische Ebene des Waldes zu sprechen kommen. Herr Grazer hat schon gesagt, der Wald allein wird es nicht richten. Und in mir ist so ein bisschen die Frage jetzt aufgekeimt, inwiefern diese Waldidylle, die wir ja immer so gern auch beschwören, auch gern spüren, indem wir selber in den Wald gehen, aber die dann eben auch im künstlerischen Kontext jetzt sehr stark immer wieder auftaucht, inwiefern die uns vielleicht ein bisschen auch auf eine falsche Spur locken könnte. Ja? Also ist der Wald als Idylle schon oder als auch die bedrohte Idylle schon ein bisschen abgefrühstückt oder mit welchen Bildern hantieren wir da eigentlich? Also gerade in dem Zusammenhang auch ganz wichtig, in die Ausstellung zu gehen, finde ich. Welche Waldbilder hatten wir vor 20, 30 Jahren? Welche haben wir heute? Ja, ich fange da mal kurz an. Den Wald in die Stadt zu bringen oder eben ein Publikum, einer gewissen Öffentlichkeit, die hier vom Gehsteig frei so einen Ort betreten kann. Also ich glaube, wir können als Künstlerinnen und Künstler haben wir ein Riesenpotenzial, Zukunftsthemen oder Themen, an denen wir gerade laborieren, und wir haben einen gesellschaftlichen Umbau vor uns, das ist unbestritten. Klimaneutralität ist mittlerweile ja schon ein Ziel, 2040, oder welches Jahrzehnt Sie auch immer nennen wollen. Und um das zu erreichen, um diesen Zustand zu erreichen, müssen wir drastische Umstellungen wirtschaftlich, gesellschaftlich machen und schaffen. Und diese Naturorte hier, also in der Kunst, mit Natur zu laborieren oder auch Prototypen zu testen, was geht, also wir sind da mitten im Handeln. Also wir machen jetzt als Architektinnen und Landschaftsarchitektinnen und Designerinnen nicht wirklich Renderingsstudien, sondern wir bringen es auf den Boden, wir bringen es zu den Menschen, weil wir glauben, es braucht da Sensibilisierung, und da hat Kunst riesen Potenzial, in diese Welt der Zukunft eine Eintrittstür zu öffnen. Und es sind ja Zukünfte. Wir haben ja nicht nur diese eine Zukunft, wir können sie noch gestalten. Wir haben zig Methoden und Möglichkeiten. Wir können uns sogar aussuchen, in welche Richtung wir gehen. Und für uns ist es total wichtig, eben auch mit dem Mooshelm hier. Eine Frau sagte zu mir bei der Eröffnung vorigen Freitag, warum kann das nicht überall stehen, als quasi Notshelter, sich da reinzustellen, wenn es nicht wirklich 40 Grad in der Stadt hat. Und ich musste dann sofort an den Film von Florian Flicker aus 1991 denken, Halbe Welt, der im Linzer Hafen so als Low-Budget-Film, als Science-Fiction-Film gedreht worden ist, wo eine Zukunftsvision war, dass die Sonne so stark war, dass man nicht mehr rausgehen konnte. In wenigen Minuten war man tot. Und das ganze Leben hat sich in die Nacht eigentlich verlagert. Und tagsüber musste man, das haben sie mit diesen Stahlarbeitern, Uniformen dann gedreht, mit diesen silbernen draußen. Und da konnte man, aber der Film gab ein sehr gutes Bild von einem Zustand, wenn die
Sonne stärker wird und wenn sich das Klima noch stärker verändert und so weiter, dann würde man, habe ich mir sofort gedacht, von Mooshelm zu Mooshelm hüpfen, weil man sonst in der Stadt gar keinen Weg zurücklegen könnte. Und ja, natürlich hat es hier auch beim Mooshelm, wie es auch viele Künstlerinnen in der Ausstellung auch machen, Positionen mit unterschiedlichen anderen Themenfeldern, auch das Ziel, so eine Mooslandschaft, wenn man im Wald spazieren geht, schaut man eigentlich immer nur von oben an und da hat man es wirklich vor der Nase und kann einmal dieses Geruchserlebnis oder dieses Mikroökosystem eintauchen. Und natürlich ist das ein sensibel oder man möchte sagen romantisches Bild, aber trotzdem ist es ein Durchatmen, ein sinnliches Riechen und Sinne aktivieren und letzten Endes macht es was mit mir über meine Umwelt, in der ich lebe, von der ich lebe, die mich ernährt, auch nachzudenken. Und letzten Endes sind es die vielen kleinen Baustellen und Handlungen, die auch die Lösung sind. Viele kleine Treppenleitern anstatt jetzt große Sprünge. Aber sind wir gerade in so einer neoromantischen Periode? Also weil es gibt ja immer diese Tendenz, wenn man auch in die Kunstgeschichte schaut, dass irgendwas besonders präsent und prominent wird, wenn es gerade dabei ist zu verschwinden. Also ob das jetzt amerikanische Straßenschilder oder sind oder in der Fotografie der 60er Jahre oder eben Wälder bei Caspar David Friedrich. Ich war oben in der Ausstellung, da haben zwei Mädchen, also von befreundeten Familie von mir, mit einer Freundin, die ist 9 Jahre alt und da konnte man eine Zeichnung hinterlassen oder etwas draufschreiben auf die Zetteln und die haben einfach, also da steht, wie stellen sie sich den Wald in Zukunft vor und diese jungen Kinder haben da wirklich gesagt, tote Wüste, also die schreiben dann auch wirklich ein Negativszenario, also es hat mich dann auch überrascht und warte mal, was war noch kurz die Anfangsfrage? Eben, ob wir diese Verklärung des Waldes auch wegen der Bedrohung vielleicht vorantreiben. Ja, danke. Also wir sind also im Brief Earth Kollektiv und auch in meiner eigenen künstlerischen Arbeit, wir sehen dieses Anthropozän oder dieses Anthropozentrische, was ja nichts heißt als dieses Menschbezogene. Wir sind immer der Mensch und die Umwelt. Was gibt sie uns? Welche Ressourcen können wir rausholen? Und ich glaube, es gibt da eine sehr starke Transformation hin zum Ökozentrischen, also vom Anthropozentrischen, zu einem Multispecies-Ansatz, zu einem Biodiversitätsansatz, wo man auch andere Arten Protagonistenrollen spielen kann und auf die gleiche Ebene wie wir hebt. Und es gibt eben, das ist der Schutz eines Reservats oder eines Ökosystems, aber auch in dem dann ein Waldgebiet eine juristische Stellung hat und vor Gericht Rechte hat. Also das muss auf allen Ebenen gespielt werden. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir da auch dieses Ethische, und da gibt es an der Uni Wien einen sehr schönen Lehrstuhl auch an der Philosophie, die da einen ganz starken Schwerpunkt auf diese Plant Ethics, also dass man der Pflanze einen ethischen Zustand ebenbürtig wie diesen Mensch, der alles kontrolliert, gibt, was viel zu wenig noch vorhanden ist in der Philosophie und auch im theoretischen Diskurs und letzten Endes im Alltag, wo wir es jetzt brauchen. Ja. Ja, das ist in der Kunst tatsächlich ja in den letzten Jahren, also seit... Ich sehe es so seit der Documenta 13 eigentlich und die Tochter der Documenta-Kuratorin ist ja jetzt auch Kuratorin bei der Klimabiennale. Also es pflanzt sich da was fort und es tut sich auch, glaube ich, geistig was. Ich füge nur dieses eine Bild hinzu, das ich auch verfolgt habe. Es gab ja diesen Stadionwald in Klagenfurt, der medial sehr präsent war und die Zeichnung, die da den Anstoß geliefert hat, war ja von Max Beindner aus den, glaube ich, 70er Jahren, 71 oder so, wo dieser Wald das letzte Stück war, rundherum alles verbaut, überall eben in diesem Stadion, das Stück Wald war das letzte, was noch grün war. Also diese Dystopien sehe ich jetzt als Beobachter der Kunstwelt vielleicht nicht mehr so stark, wie es früher mal war, ist aber auch ein subjektiver Eindruck. Ich glaube auch gerade die Ausstellung hier im Haus ist eigentlich ein Gegenbeweis, wo man sieht, dass das sehr viel differenzierter geworden ist. Aber vielleicht noch einmal kurz eine Frage in die Runde. Was ist denn der gegenwärtige Wald, was die Allgemeinheit vielleicht nicht so im Kopf hat? Also was quasi wo klaffen
Wald heute und das Bild, das die meisten Menschen im Kopf haben, auseinander, Ihrer Meinung nach? Wer auch immer sich dazu berufen fühlt, was zu sagen. Berufen fühle ich mich jetzt nicht unbedingt, aber es fällt mir schon einiges ein dazu. Die Perzeption von Wald, glaube ich, so wie wir die erleben, immer wieder, vor allem, also heimische Wälder sind ja tatsächlich unendlich angenehm und einfach. Ne? Aber wenn man global unterwegs ist und verschiedene Wälder sieht, dann merkt man schon, dass wenn man mal in so einem tropischen Regenwald ist, das ist nicht so toll, wie es im Film ausschaut. Ne? Da ist erst mal finster unten am Boden, 1% der Freiflächenstrahlung oder so. Da wächst nicht viel. Da ist heiß, da sind Mücken, da sind alle möglichen giftigen Tiere. Das stresst auch. Das ist überhaupt nicht so lustig, wie wenn man daheim sitzt und Universum schaut. Ne? Das wird schon ziemlich, also das erfahren die Leute nicht. Ne? Der Wald bei uns, man sieht das ein bisschen, dass dieses, wir sind schon stark, natürlich, das ist sehr heilsam und auch gesund, das wissen wir inzwischen, psychisch und physisch befördert es unsere Gesundheit, aber sobald es bedrohlich wird und wir Gefahr laufen, Kontrolle zu verlieren, sei es durch Raubtiere, die uns auf einmal gefährlich werden können, werden wir ziemlich nervös und empfinden das fast als narzisstische Kränkung, dass es da etwas gibt, das mir jetzt gefährlich werden kann. Und es kehrt weg, das muss gleich weg wieder. Ne? Die Bären haben wir längst wieder abgeschossen und ausgerottet und so. Die Wölfe, ne? Hört man eh. Aber und ich glaube schon, dass man sozusagen, wir genießen das, durch den Wald zu gehen. Wir haben ganz bestimmte Waldbilder, wir mögen lieber, das weiß man aus so Publik, wo Leute befragt wurden, wo viele Offenflächen sind, wo Wald und Wiesen sich abwechseln. So richtig den dichten, geschlossenen Wald, das ist gar nicht so, dass die Leute das so gern wollen. Die Leute wollen nicht natürliche Prozesse, wenn die großflächig sind. Ja? Wir haben ja sozusagen die Bilder, die romantischen Bilder aus dem 19. Jahrhundert bestimmen das, was wir heute noch an Urwald haben. Wir haben das untersucht, wir haben geschaut, wo der Urwaldbegriff herkommt. Wann ist der bei uns aufgetaucht? Der kommt aus der kolonialen Literatur, weil zuerst hat man gesagt Wald und Forst. Wald war das Natürliche und Forst war das Bewirtschaftete. Und dann sind diese sogenannten Entdecker, die Explorer, gekommen und haben ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen und haben großartige Geschichten aus den Kolonien berichtet von diesen Wäldern und haben das Urwald genannt. Und dieser Begriff hat dann Eingang auch in die Forstwirtschaft gefunden, in die forstliche Literatur. Wir haben das ja zeitlich dann verorten können. Und das war eine Beschreibung, die war höchst romantisch. Da wird gesprochen von, das sind Wälder mit flüsternden Giganten zum Beispiel, in diesen ganz frühen Definitionen, wo auch immer die lebenden Bäume ganz neben den nachwachsenden und dem Totholz, alles ist ganz kleinräumig. Das heißt, dass bestimmte Störungsregime, die aber auch natürlich sind, wurden ausgeschlossen aus diesem Bild von urwüchsiger Natur. Und das war der Filter, durch den die Systeme gegangen sind. Das heißt, sobald ein Wald nicht diesem Bild entsprochen hat, wurde er nicht geschützt. Das kann man nachlesen. Die haben gesagt, jetzt wurde dieser Urwald durch einen Windwurf zerstört. Das ist aber ein natürlicher Prozess. Und eigentlich hätte man den ruhig lassen können, weil dann wäre da wieder, wäre immer noch ein Urwald. Der Urwald-Rotwald ist das Ergebnis von genau so einem Filter, weil der topografisch so geschützt ist, dass er keine starken Stürme hat, entspricht er diesem Bild. Da hat man große Bäume, ganz hohe, die sehr alt werden, dann fällt einer um, dann hat man da Totholz und Verjüngung. Das ist nicht so, dass man da eine große Fläche hat, die einen Windwurf oder Käfer, Borkenkäferkalamität hat, was auch natürlich sein kann. Ne? Das heißt, unser romantisches Bild prägt das, was wir heute noch haben, und dann sagen wir jetzt, vielleicht untersuchen wir das und sagen, so sind Urwälder. Das wäre ein Irrglaube. Ja. Vielen Dank für diese Ausführung, die nämlich uns genau ins Thema zurückführt, wie nämlich die Kunst in Form auch von eingefriedeter Natur, englischer Landschaftsgarten und so, nämlich dann auch die Realität prägt. Das finde ich ganz spannend. Ganz kurze Ergänzung dazu, es gibt den amerikanischen Künstler Mark Dion, der, ist es ein BOKU-Institut oder ist es ein Uni-Institut, ich weiß nicht, in St. Marks, hat er eines seiner Werke realisiert, nämlich einen quasi Terrarium mit einem umgestürzten Baum,
der dort von der Baustelle, also Pappe, glaube ich, ist es, die dort von der Baustelle entfernt wurde, die hat er sozusagen wie im Dornröschen-Sarg eingesperrt dort und die modert dort vor sich hin. Ja? Und da kann man dann diese Totholzprozesse beobachten, ist auch dann eingefriedet mit ganz schönen Fliesen, wo so einzelne Käfer und andere Akteure aus diesem System dann noch ganz schön eingefasst sind. Das Lustige ist, der hat das schon öfters mal gemacht, unter anderem auch in irgendeinem Park im öffentlichen Raum, auch so einen Dornröschen-Sarg. Ja, nimmt auch tatsächlich darauf Bezug, oder Schneewittchen. Und einer dieser Särge wurde dann von einem umfallenden Baum zerstört. Also, und er hat dann natürlich gesagt, man soll es lassen. Entschuldigung, Sie wollten noch was sagen? Ich glaube, so ein positiver, emotionaler, für mich als romantischer Zugang zum Wald ist was sehr was Tolles und das soll man sich auch nicht nehmen lassen. Und der gerade erwähnte Urwald-Rotwald ist ja dort zumeist dann endgültig unter Schutz gestellt worden aus naturromantischen Motiven und nicht unbedingt aus ökologischen Motiven. Also das hat etwas sehr Gutes gehabt, dieser romantische Zugang. Natürlich auch, ja. Gleichzeitig glaube ich, ja, also mir kommt es auch so ein bisschen vor, so wie nach der industriellen Revolution diese Hinwendung zur Natur sehr stark geworden ist, so ist jetzt vielleicht in der digitalen Revolution auch diese Hinwendung zur Natur sehr stark spürbar. Was man nicht vergessen darf und was ist ein bisschen aus dem, weil die Frage war ja, was können wir jetzt noch dazu beitragen, vielleicht einen neuen Aspekt oder eine andere Sicht der Dinge einzubringen. Was wir in unserer täglichen Arbeit sehen, ist, dass es sehr viele Interessen am Wald gibt, ja? Und sehr viele Zugänge, sehr viele Blickwinkel. Für manche ist es Arbeitsplatz, ja? Für andere Touristiker wird das anders sehen wie jemand, der vielleicht eine Prozessnaturschutzfläche machen möchte. Selbst innerhalb der Erholungssuchenden gibt es wahrscheinlich, hat der Mountainbiker einen anderen Zugang als die Wanderin vielleicht. Ich würde so sagen, viele Interessen am Wald sind vorhanden, viele sind auch legitim und das soll einem oft auch bewusst sein in der Diskussion, wenn man über Wälder redet und das ist ein bisschen Teil unseres täglichen Geschäftes. Danke vielmals. Die vielen Interessen waren das Stichwort. Sie jetzt, falls es noch Fragen ans Panel gibt oder grundsätzliche Wortmeldungen gibt, diese bitte loszuwerden. Ja, danke mal für die wirklich tiefgehende Diskussion. Ich habe eine Frage zum österreichischen Wald, weil Sie gesagt haben, dass die Fichte und vor allem auch, also vor allem die Fichte, aber auch die Kiefer sehr, sehr schnell abnehmen wird oder sterben wird. Jetzt sozusagen zum einen aus Waldsicht, das habe ich glaube ich halbwegs verstanden, was passieren sollte, aber aus dieser Materialsicht, was sollte mit diesem Material, das da rauskommen wird, sehr schnell in sehr, sehr großen Mengen rauskommen wird, passieren aus Klimasicht? Ich muss jetzt mal kurz gegenfragen, also mit dem Schadholz, das anfällt zum Beispiel, was macht man mit dem? Ist das die Frage? Ja, das kann man, also muss man jetzt schauen, ja, also wenn es ein Windwurf ist, ein Bruch ist, dann ist oft sehr viel zersplittertes Holz, da kann man es nicht ganz so gut verwerten. Ein vom Borkenkäfer befallenes Holz, ja, Fichte zum Beispiel, ist mechanisch eigentlich, hat keine großen Einschränkungen. Es ist optisch nicht ganz okay, weil da gibt es dann blaue Pilze, die dann eindringen. Das ist, vielleicht hat der eine oder die andere das schon mal gesehen, wenn man so ein dunkelblau-schwarzen Streif dann irgendwo sieht im verarbeiteten Holz. Das ist ein optisches Thema, aber an sich kann man das gut verwenden. Grundsätzlich für die Holzverwendung gilt, wenn man an den Klimawandel denkt, langlebige Holzprodukte, hoch einsteigen in der Kaskade, das bringt was für den Klimawandel. Substitution ist da ein wichtiges Wort, also energieintensivere Materialien, die vielleicht mit ein paar tausend Grad oder ich weiß gar nicht, wie heiß ein Zement gebrannt wird, aber das ist energieintensiv, ja. Und da ist Holz natürlich eine sehr viel klimaschonendere Alternative. Bitte hier ist eine Wortmeldung. Ja genau, ich wollte zum einen auf das Brennholz zu sprechen kommen. Das würde mich sehr interessieren, in den österreichischen Wäldern, wie viel wird hier wirklich primär für die Brennholznutzung
abgeholzt extra, nicht nur Schadholz, sondern wie viel wird wirklich verbrannt, nämlich primär der Nutzen danach. Und das zweite, eine Frage auch zum ganz am Anfang, haben Sie erwähnt, dass eben auch Buchen jetzt teilweise schon absterben an Standorten, wo wir es nicht gedacht hätten. Und das würde mich sehr interessieren, sind das Wirtschaftswälder vorweg, weil im Wienerwald gibt es eben alles Mögliche. Und sieht man das aber auch an eher natürlichen Standorten, die eben wenig genutzt werden, die wenig bewirtschaftet werden, auch schon? Also ich beginne mit dem zweiten Teil der Frage. Die Buchen im Wienerwald, das sind bewirtschaftete Wälder, aber es wären nicht bewirtschaftete Wälder, würden das genauso erfahren. Das ist einfach so, dass aufgrund der Dürreperioden die Buche kann nicht sehr gut umgehen damit. Genau, und darum sterben die ab. Egal wo sozusagen. Ja, dann war da die Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. Na, der Anteil des Holzes, das direkt verbrannt wird, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz auswendig. Ich weiß aber, wo ich sie finde, nämlich in der österreichischen Holzeinschlagsmeldung, kurz HEM genannt. Ja, das wird vom Ministerium immer erstellt. Leider träume ich jetzt nicht vor Publikum eine Zahl zu nennen, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Es ist jedenfalls der kleinere Teil. Grob teilt man dann die Holzverwendung in drei Klassen ein. Ja, das ist eine, das Sägerundholz, das zum Beispiel zu solchen Produkten verarbeitet wird. Dann gibt es den zweiten Teil, das ist das sogenannte Industrieholz. Zellstoff wird da gemacht daraus zum Beispiel. Und dann gibt es noch diesen dritten Teil, das Brennholz. Vielleicht schaffe ich es gleich dann nachher noch zu recherchieren und dann liefere ich die Zahlen nach. Dankeschön, sehr nett. Hier war noch das ist gut, aber ich mache noch einen kleinen Zusatz, weil ich weiß die Zahl auch nicht. Aber das sind so Zahlen. Aber was wichtig ist, ist, dass natürlich Holzverbrennen die unschlaueste Art ist, Holz zu verwenden. Und es ist gut für Restholz, es geht für Holz, das für nichts anderes zu verwenden wäre, aber da kann man schon drüber reden, wenn man schlau Holz einsetzt. Und aus Klimaperspektive ist es natürlich so, dass dieses Holz geht sofort wieder in die Atmosphäre. Wir müssen uns, und das wird oft vergessen, beim Kohlenstoff in der Diskussion, wir denken halt, weil wir es nur, das sehen wir, was sehen wir? Wir sehen die Bäume oberirdisch. Wir sehen aber nicht den Boden. Und die Hälfte oder über die Hälfte vom Kohlenstoff ist in den Böden. Ne? Und was sich in den Böden abspielt, ist ganz entscheidend dafür, wie es sozusagen, wie die Gesamtbilanzen in Bezug auf Kohlenstoffbindung auch sind. Und es ist so, dass wir nach Störungen oder nach Nutzungen, wenn man jetzt Bäume umschneidet, dann verwandeln sich die Wälder, die Standorte erst einmal in Quellen für so 10 Jahre lang. Ne? Weil natürlich dort keine Pflanzen, keine Bäume den Kohlenstoff aufnehmen und weil die ganzen Mikroorganismen, die Streu, die haben mehr Temperatur, mehr Feuchtigkeit, die bauen das vermehrt ab und respirieren CO2 und die Wälder verlieren völlig ihre Senkenstärke. Viele dieser Berechnungen, die gemacht werden, sind eigentlich Milchmädchenrechnungen, die nicht ganz zulässig sind, weil diese Phase, wo die Wälder ihre Senkenstärke verlieren, nicht mitgerechnet wird. Ja, da muss man sehr genau schauen. Und Holzverbrennen ist halt wirklich, der Biomasseverband findet das nicht. Das ist eine starke Lobbygruppe, die haben sehr viel Geld, die schalten Werbungen. Muss man sich genau anschauen, ja, wie berechnen die ihre Bilanzen? Ne? Ist da der Boden dabei oder nicht? Ist da dieses Verlieren der Senkenstärke drin oder nicht? Muss man recht kritisch sein, weil da geht es halt auch um Einfluss und so weiter. Bitte, hier war noch einer, dann da und hier glaube ich noch. Ja, dann würde ich sagen, ja. Ja, danke für die Gelegenheit. Eine ganz kurze Anmerkung. Ich wollte nur auf ein Buch aufmerksam machen, das letztes Jahr erschienen ist, und zwar mit dem Titel Die Natur hat Recht. Und da geht es darum, der Natur vor Gericht auch eine Stimme zu verleihen. Also was von einer gewissen Relevanz sein kann, wenn der hoheitliche Naturschutz versagt. Danke. Danke. Ja, das ist ich mache ein kurzes Statement dazu. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben das, also ich koordiniere das SDG 15 Leben an Land von den nachhaltigen Entwicklungszielen für ein riesiges Projekt in Österreich, wo 17 Unis in Österreich zusammenarbeiten. Es ist gar nicht so einfach, 17 Unis zusammenarbeiten. Und eine dieser Forderungen, die wir ausgearbeitet haben, also wir haben 16 so Optionen ausgearbeitet in dem Bereich, das ist genau das. Also wir unterstützen das auch von wissenschaftlicher Seite, diese Idee. Hm.
dir war, glaube ich, als nächstes. Ja, eine Frage. Tun Sie auf der Hochschule auch den Wald mit Wasser zusammendenken? Stichwort Schauberger, der schon viele Sachen in die Wege geleitet hat, nur natürlich jetzt ist er tot und da geht nichts weiter. In zum Teil Schweden gibt es noch Sachen, die seine Ideen weiterbringen. Und das Zweite ist halt auch die ganze Landwirtschaft heute mit der Bodenverdichtung und die ganzen Gifte, die ja jetzt dazukommen. Es gibt eben diese Biodiversität, fällt alles weg. Und dann eben das, was ja auch Zeichen ist, dass wir, wie es so schön heißt, unser Fußabdruck, wenn wir alle so leben würden auf der Welt, würde eine Erde nicht genügen. Und heute die ganze Modewirtschaft, die Kleiderwirtschaft, wenn es ein Bangladesch ist und so, wenn man dort schaut, wie es ausschaut, das heißt, da könnten wir sehr wohl was tun, wieder wie früher, zum Beispiel die Lederjacke ist schon 20 Jahre alt, da ist das Viech, hat schon wieder Junge gehabt und so weiter, dass man ja nur der Natur so viel entnimmt, das war ja in der Landwirtschaft der ursprüngliche Nachhaltigkeitsgedanke beim alten Adel. Und das, genau. Ja, ja. Ich glaube, das sind die vielen, die gibt es dazu. Ja, Sie sehen da oben eine kleine Schrift, da steht Klimakultur und wir vom Brief Earth Kollektiv verwenden den Begriff genau, weil uns dieser kultivierte Umgang mit dem Klima völlig fehlt. Wir haben eine Weinkultur, wir haben eine Musik, wir haben Kulinarik und so weiter, wir haben viele Kulturformen etabliert und Opernhäuser, Schauspielhäuser, Kirchen und so weiter. Und was wir eigentlich wirklich bräuchten, und das ist eben, wie bewegen wir uns im Raum, wie ernähren wir uns und wie heizen wir uns weiter. Also alles hat letzten Endes Auswirkungen aufs Klima. Und diesen kultivierten Umgang, diese Klimakultur, wollen wir auch mit solchen Projekten gemeinsam entwickeln, anregen. Und ja, vielleicht gibt es wirklich in 50, 100 Jahren Tempel des Klimas oder Museen oder neue Typologien, wo Lernen, Tun, Agieren und so weiter als Hubs und Labs. Denke mal genau die Dinge wie diese hier, wo wir jetzt sind und das Festival und so weiter, sind ja auch Teil, verstehen sich ja, glaube ich, als Beitrag zu einer solchen Klimakultur. Bitte, hier war, glaube ich, noch eine Frage. Ich hätte eigentlich nur eine kurze Frage, weil Sie haben gesagt, ungefähr 500 Stepstones eigentlich, die sozusagen bei den Bundesforsten gemacht sind, eigentlich auch zum Schützen oder Erweitern der Biodiversität. Jetzt ist eher meine Frage, wie groß müssen eigentlich solche Stepstones sein, damit man wirklich sagen kann, okay, da ist eigentlich ein kleines Ökosystem, was wirklich wieder eine große Biodiversität aufweist. Und die andere Frage eher, wie weit kann eigentlich diese Distanz immer von den unterschiedlichen Stepstones sein, weil das ist ja das Ziel, oder? Dass dann eigentlich die Insekten oder wie auch immer die ganzen Lebewesen dann wieder von einem Stepstone zum anderen weiten. Gibt es irgendwelche Daten von euch und nach was orientiert ihr euch dann sozusagen, wo die gelegt werden? Danke. Ja, danke für die Frage. Das hängt natürlich immer von der Artengruppe ab, die ich schützen möchte. Ja, natürlich, Vögel sind durchaus mobiler als Xylobionta, also ein holzbewohnender Käfer. Gibt es so lustige wie den Eremiten oder so, der halt in irgendwelchen Eichenmulmhöhlen wohnt, ja, und in seinem Leben nicht große Distanzen zurücklegt. Und da sind Vögel natürlich sicher sehr viel mobiler. So muss man es mal grundsätzlich konzeptionell angehen. Die 500 Inseln haben die ich erwähnt habe, die Biodiversitätsinseln, sind auf Vogelschutz ausgerichtet. Die sind oft einmal 2 Hektar groß, 3 Hektar, 10 Hektar groß, ein bisschen größere gibt es auch. Und die haben wir gemeinsam mit Experten, Expertinnen von BirdLife ausgewählt. Aber das allein wäre sicher zu wenig. Deshalb haben wir eben noch dieses Trittsteinkonzept, das ist ja dann noch zusätzlich. Das ist keine Außernutzungsstellung, sondern da schauen wir, dass wir auf 5% der Fläche wirklich schauen, lange Verjüngungszeiträume, das heißt, Altbäume lang und alt werden lassen, viel Totholz dort anreichern,
Erntemaßnahmen von Reifenhölzern da sehr kleinflächig, werden dort sehr kleinflächig gemacht und so weiter und so fort. Also das kommt noch dazu. Dann gibt es noch ganz viele andere Maßnahmen. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir jetzt ein bisschen den Praktikerzugang, ja, den Praktikerinnenzugang. Das heißt, wir stemmen uns natürlich mit NGOs, mit Wissenschaft und so weiter ab, aber wir haben ein ganzes Portfolio an Maßnahmen. Wie weit welche Artengruppe voneinander entfernt sein darf, also da kann ich jetzt keine fundierte wissenschaftliche Antwort geben, aber wie gesagt, wir machen es, wir greifen einfach vielfältig an und dann geht das ganz gut. Ja. Bei Mohren zum Beispiel, weil ich die erwähnt habe, da gibt es halt gar nicht mehr so viele, ja. 90% der Moorflächen gibt es in Österreich nicht mehr. Von den verbliebenen Mooren sind halt sehr viele auf Bundesforsteflächen und da sehen wir, setzen wir zum Beispiel einen großen Schwerpunkt drauf, diese zu renaturieren. Aber die zu vernetzen ist natürlich schwierig, wenn es dazwischen nichts mehr gibt. Aber da kann man zumindest auf der Fläche sehr viel Gutes tun. Und ich habe selber 3 Moorprojekte als Projektleiter gemacht. Also das ist ganz eine wichtige Sache, weil die sind schon sehr, sehr selten geworden. Gut, gibt es noch, da gibt es noch eine letzte Frage. Das ist ja in der Diskussion von Ihnen kurz einmal angesprochen worden, der private Waldbesitz. Die Situation ist jetzt hauptsächlich aus Sicht der Bundesforste geschildert worden. Mich würde interessieren, also ich habe da persönlich, wie ist der Anteil der Bundesforste am Gesamtwald und wie ist die Situation im privaten Waldbesitz? Wie kann man da Maßnahmen setzen und zum Beispiel Bäuerinnen und Bauern mit einbeziehen? Um es grob einzuordnen, wir haben 15% der Waldfläche in Österreich. Das ist eigentlich im internationalen Vergleich mit anderen Staatsforstbetrieben eher wenig, würde man sagen. Also wenn ich jetzt mit Kollegen, Kolleginnen aus Tschechien spreche oder Polen oder so, die haben durchaus höhere Anteile an Staatswald. Ja. In Österreich ist 50% des Waldes in einer Besitzstruktur kleiner als 200 Hektar. Wir sprechen da vom sogenannten Kleinwald. Und die zu erreichen ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da sind einerseits die Landwirtschaftskammern zuständig. Da gibt es aber auch Konzepte, also wenn es jetzt die Frage Richtung Naturschutz abzielt. Erst heute habe ich eine Kollegin getroffen am Vormittag vom Bundesamt für Wald. Die haben da ein Programm gestartet, wo man als Kleinwaldbesitzerin zum Beispiel Flächen, die man glaubt, dass die biodiversitätsmäßig besonders toll sind, melden kann. Das wird dann auch begutachtet und endet dann, wenn es passt und von der Vernetzung auch passt, nämlich auf die räumliche Verteilung und auch auf die Waldtypen, wenn man so möchte, geschaut, dann gibt es auch Geld dafür, dass man die zum Beispiel für eine gewisse Zeit außer Nutzung stellt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Okay, es gibt noch immer Fragen. Können Sie noch, wollen Sie noch? schön langsam würde ich ganz gern zum Schluss kommen, aber bitte den last one. Wie kann man sich den österreichischen Wald in 50 oder 100 Jahren vorstellen, wenn man die Maßnahmen und das Management, das man heute hat, in der Intensität weiterführt, wie man sie heute hat? Was werden die erheblichsten Veränderungen sein? Danke. Also im Osten wird es deutlich trockener werden und dort werden wir Flächen haben, die heute noch Wald sind, die dann nicht mehr Wald sein werden. Wir werden andere Baumarten haben als heute. Wir werden deutlich weniger, fast wahrscheinlich in diesen Räumen keine Fichten mehr haben. Wir werden wahrscheinlich, wir schauen einer wirklich ungewissen Zukunft entgegen, weil wir auch im Westen, wo es eigentlich feuchter werden wir Probleme kriegen mit der Verjüngung der Bäume, weil immer mehr Niederschlag nicht als Schnee fällt, sondern als Regen. Dann das durchfeuchtet die Böden im Frühjahr nicht und dann kriegen wir so Trockenphasen, wo die Baumverjüngung abstirbt. Das heißt, wir werden immer mehr Flächen haben, wo wir vielleicht Strauchvegetation haben, erst einmal eine Zeit lang, wo natürliche Sukzession dann läuft. Im Schutz dieser Sträucher können sich dann wieder Bäume etablieren. Das heißt, es wird wirklich anders ausschauen als heute. Nicht nur von den Baumarten, sondern auch von den Prozessen, die sich verändern werden. Also da tut sich schon viel. Das wird auch nicht ganz reibungslos gehen.
Aber das gilt zu verhindern und wir können das auch. Ne? Das Wichtige ist, dass man wirklich, dass sozusagen politischer Druck aufgebaut wird, um die Ursachen der Problematik ernsthaft anzugehen, jetzt endlich einmal ernsthaft anzugehen. Gibt es zum politischen Druck, Wolf, von Ihrer Seite hätte ich gern, gibt es zum politischen Druck noch was zu sagen? Ja, also es gibt viel zu sagen zum politischen Druck und das, ich wollte die Zeit nicht noch weiter strapazieren, aber auch zu dem, was können wir alle selber tun und was wir vorher über die Kultur geredet haben. Ich finde das natürlich total wichtig, aber man soll halt da ganz aufpassen, nicht immer das auf den Einzelnen abzuwälzen. Also ich weiß nicht, ob es bekannt ist, ja auch dieser ökologische Fußabdruck, der ein wichtiges und interessantes Instrument ist, wurde ja von einer millionenschweren Kampagne von der BP entwickelt, um eben die Verantwortung wegzubekommen vom Unternehmen hin sich zu jedem von uns. Und wenn wir alle nur grün einkaufen, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Und so ganz wird es halt nicht funktionieren und dass da von politischer Seite sehr viel gemacht werden muss, sprich auch ein ökologisch, sozial-ökologisches Leben auch leistbar ist und dass es auch leistbar ist für jeden, sich ökologisch zu verhalten und es nicht sein kann, dass beispielsweise Bio-Lebensmittel halt immer teurer sind, die ja auch gesünder sind und auch von Unternehmensseite da sehr viel getan werden muss. Also wir haben erst gerade vor zwei Tagen einen Bericht veröffentlicht über die rumänische Wälder, wie eben ein sehr großer Möbelkonzern aus Schweden hier, wer könnte das bloß sein, eben in Natura 2000 Gebieten, in Urwäldern in Rumänien Holz verwendet für ein Schneidebrett zum Beispiel, ja, oder ein Kinderbett. Also das ist dann schon etwas, wo man nachziehen muss. Wir plädieren da immer für starke, strenge Gesetze, aber natürlich auch von Unternehmerseite muss man da Vorreiter sein, vor allem, wenn man sich Nachhaltigkeit an die Fahnen schreibt und das tut eben IKEA. Also das ist sehr wichtig und wir sind natürlich die, die immer bei der Politik stehen und Aktionen haben und uns auch dementsprechend positionieren und da muss sehr, sehr viel passieren. Ja. Okay, ich glaube, wir lassen es hier mal beruhen. Es gibt noch die Gelegenheit, natürlich individuell untereinander noch zu sprechen. Wir hoffen, einen kleinen Beitrag zur Klimakultur geleistet zu haben mit diesem Abend. Es gibt noch die Ausstellung zu sehen, falls Sie es noch nicht gesehen haben, unbedingt bitte noch machen. Bis 21 Uhr oder 20:30 Uhr? Okay, also bis 20:30 Uhr ist die Ausstellung noch geöffnet. Danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Applaus